Ja, ne? Weil ich habe mich dann ja, als ihr weg wart, wieder eingeloggt. Auf einmal kommen da drei Würmer. Jo, aber ich dachte, was ist denn jetzt los, ey? Aber da waren noch keine, als wir zu dritt da rein sind, oder? Doch, die habe ich geklärt. Ach so, stimmt, du bist vorgelaufen. Genau. Ich dachte schon, ich dachte, was geht denn hier ab, ey? Alles dunkel komplett. So, hier ist auch dunkel, na toll. Soll ich einfach so zu dir kommen? Ja. Du kannst, musst gucken, da sind irgendwo woanders. Jo, ich laufe mal und sammel unterwegs ein bisschen. Oder würde ich mir... du gehst an den See. Wo bist du jetzt? Du bist da. Ich kann dir mal was markieren. Da könntest du, da steht mein Haus, wenn du dir da noch irgendwas machen willst. Ah, okay. Oh, da ist schon der erste Wolf. Uah. Ja, das habe ich. Ah, ich sehe was leuchten. Aber jetzt ist dein Feuer gerade ausgegangen. Das ist ja auch hier alles lieblos hingeworfen. Ich hatte keinen Platz mehr, ich wollte nicht ausbauen. Aber Hauptsache im Biospritbohrer, ne? Ich wollte mal gucken, was der macht, aber da braucht man eine Vorrichtung noch für. Keine Ahnung. Ja, ich habe auch alles Mögliche am Biosprit freigeschaltet, aber keine Ahnung, was man damit macht. Man braucht irgendwie noch eine Verankerung, steht da. Kein Fell hier gecraftet. Mann. Alles genutzt. Ich dachte ja nicht, dass ich die noch teilen werde. Also, dass da noch wer kommt. Bin davon ausgegangen, ich wäre schon fertig mit der Mission eigentlich. Aber irgendwie bin ich zu blöd, das Vieh zu töten gerade. Alles belasten. Wasser wird langsam knapp, aber das ist nicht so schlimm. Ja, hier ist nicht viel zu holen. Ja, ich dachte, vielleicht willst du irgendwas craften oder so. Eine Dings habe ich noch da, wenn du noch eine brauchst. Eine zweite Sauerstoffblase. Aber trinken. Musst du selber gucken. Ja, trinken ist hier und auf dem Weg dann auch nochmal ein kleiner See. Das Problem ist, ich kann meinen Langbogen jetzt nicht reparieren. Aber wie du sagst, reicht da ein Knochenspeer? Ich habe immer dieses Messer, Knochenmesser. Ja, ich habe ja sogar ein... Also mit Eisenmesser sagt man, kriegt man den abgestochen? Und ich naja, Angst, du schlägst ja ganz oft zu mit dem Ding. Das macht das mehr richtig, Schaden. Aber der macht auch gut Schaden, ne? Also ich ja, bin fast mit zwei, drei Bissen tot so. Und ich habe schon also, Lebensmittel, die mein Leben erhöhen. Also ich habe ihn mit dem normalen, wie heißt es hier, Knochenmesser, ne? Ja. Ja. Abgestochen. Und ich hatte nicht volles Leben. Ich habe mehr als volles Leben und krieg trotzdem auf die Fresse. Ja, zu zweit stechen wir den gleich ab. Ja, klar, zu zweit habe ich auch keine Angst, dass wir beide sterben, so. Aber. Naja, gut, ich hätte clever sein können. Ich hätte hier nochmal ein Bett aufschlagen können. Dann hätte ich maximal XP verloren, wenn ich es nicht geschafft hätte. Dann hätte ich nicht ja meinen ganzen Weg loben müssen. War eigentlich auch erst mein Plan, dass ich halt das Fleisch mit dann snacke. Ich hatte 20er Stack bei, aber ich hab so viel Schaden bekommen. Ich hab's mir nicht getraut, da zu stehen und den so auch zu attackieren. Hä? Bist du jetzt wieder bei mir? Nee.
Also auf der Karte wirst du hier angezeigt, direkt wo ich bin. Bei mir nicht. Ah, jetzt. Nee, jetzt bist du wieder rübergeschwommen. Ja, das ist ja komisch. Okay. Aber es geht dein Ping. Also anscheinend interessiert es doch nicht, was ich für einen, eine Internetanbindung habe. Wenn ich das gewusst hätte, dass das Feed da bleibt, bis Tag ist, dann hätte ich es einfach Tag gemacht. Ja. Ich glaube, das ist noch leichter. Ja. Ich dachte aber ehrlich gesagt, das Feed zieht sich dann einfach zurück in seinen Bau, bis es wieder Nacht wird. Ja. Ja, kann man ja nicht ahnen, ne? Ne, steht ja auch nirgends. Wo der steht, töte das Raubtier, da steht nicht Wanderer. Ich dachte, dass irgendwo ein Bär ist. So. Ich meine, dass sich das regeneriert, macht ja Sinn irgendwo, aber... Ich dachte halt mit den Feuersteinen... Spitzen und den Langbogen reichen halt, was weiß ich, 6 Headshots oder so. Ja, nix da, ne? Nee. War nicht mal knapp, also der hatte, da hätte ich bestimmt noch 3 mal treffen müssen und ich habe den bestimmt, keine Ahnung, 5 mal in den Kopf geschossen oder so, bevor der überhaupt bei mir war. Ja. Dann konnte ich eine Zeit lang kiten, ich glaube, das war ein kleiner Bug. Ich konnte einfach rückwärts laufen und ihn anschießen und der hat mich nicht angegriffen. Selbst das nicht. Dann ist er einfach irgendwann wieder abgeholt, leider. Naja, jetzt machen wir mal einen Satz. Du brauchst eigentlich nur ein... Achso, nee, du brauchst ja nicht mal einen Pfeil und Bogen. Aber wollen wir ein bisschen vorher aus der Distanz anschießen? Ja, ich habe schon Bogen und Pfeile. Messer. Ich sprinte jetzt zu dir. Ich
bereite hier noch ein bisschen Fleisch vor, dann kannst du. Ja. Habe ich leider schon mehr gemacht. Ich bräuchte noch mal Wasser. Dann komme ich dir mal ein Stück entgegen. Einmal zum See trinken und dann können wir uns da auf den Weg machen. Am See musst du aufpassen, da stand vorhin ein Bär. Ich guck mal, ob er noch da ist. Nee, scheint weg zu sein. Ich hoffe dir auf jeden Fall, dass du am Anfang an dem Spawn gleich ein Dings hast. Das macht Sinn. An dem Spawn hast du ja eine Höhle. Hey, Regen und Blitz. Oh, Gewitter. Das ist schon ein bisschen heftiger. Schaffst du es noch bis zu mir? Weil ich habe da eine kleine Bude stehen, aber. Ja. Krebst du dich irgendwo ein? Nö, ich sehe dich, glaube ich, schon. Da kommt irgendwer. War nur erstmal zur Hütte. Vielleicht mal markieren sollen. Müsste aber in der Nähe von dem Bau sein. Ja, da steht so. Ja, bin hinter dir. Rein in die gute Stube. Oh. Mal die Feuer rein. Man drei Feuer da rein in so eine kleine Hütte? Ja. Das ist eng, ne?
Erstmal lasse ich was fallen. Da kannst du nachher mal schon nehmen, bevor wir fallen. Hast ja. Du mehr Ausdauer? Hast du noch ein paar Knochen? Dann könnte ich mir nämlich dieses Knochenmesser machen. Mach ein bisschen mehr Schaden. Leder und Knochen. Zwei Leder, 20 Knochen. Schon cool gemacht hier, dass die Bretter jetzt hier kaputt gehen und man kann da sogar durchgucken. Gefällt mir. Vielleicht noch Waldbrand raus. Oh ja. Ich würde vorschlagen, wir nehmen das jetzt gleich noch in Angriff, das Vieh zu töten, weil ich habe im Moment noch Wildsalat drin. Der gibt mir 10% mehr Nahkampfschaden. Ja, wie du willst. Dann würde ich den jetzt versuchen abzumetzeln. Hast du genug Fleisch zum... Habe ich, ja. Lassen wir es so stehen hier. Doch, oben stehen. Doch nicht, oder? Nur. Töten den und dann rennen wir zurück und fertig.